Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, meine Freunde. Ihr habt es schon gesehen im Intro. Ich habe es mir probiert, schön zu trinken. Schere, Stein, Papier hat nicht geholfen. Tic-Tac-Toe hat nicht geholfen. Wir kommen nicht drum herum. Wir müssen den Radlauf hier rausnehmen. Und ich habe gerade ungewollt, ich glaube, sehr harten Fusch entdeckt. Ich glaube, diese Seitenwand kam mal neu rein. Ich würde sagen, wir legen direkt los, denn ich habe hier neue Radläufe da. Zwar natürlich den billigsten Piss-Scheiß, den man kriegt, aber ich denke mal, das wird ausreichen, um das hier in den Ofen reinzusetzen. Wir heben den Wagen an, machen die Räder runter, machen die Heckstoßstange runter und dann schauen wir uns mal an, was da fabriziert worden ist, denn ich glaube, der Spachtel da kam nicht von alleine und auch nicht hier. Ich glaube, wir haben hier einen versteckten Unfallschaden entdeckt. Let's go! Ich weiß nicht, was jetzt hier auf mich wartet. Das ist richtig Kinderüberraschungsei. Also, so. So sollte Blech klingen. Oh nein. Oh nein. Ah, oh, schwierig. Ich sage euch ehrlich, ich habe gerade ein bisschen Angst, das rauszuschneiden. Aber müssen wir halt leider machen. Denn, ich sag mal so, die Radleute. Oh. Oh shit! Nein! Oh Gott, ey, okay. Pass auf, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so einen Schnitt. Einfach mal so den ersten Schnitt. Ich meine natürlich, man sollte das Blech anhalten und gucken wie und was, aber bevor ich zu viel rausschneide, schneide ich erstmal raus und zu gucken, was mich hier erwartet, weil das ist schon komisch. Also ich meine, hier sieht man ja, wurde schon mal was gemacht. Ich weiß nicht, wie man das nennt im Deutschen. So im Polnischen, also so wortwörtlich übersetzt, nennt man das irgendwie so Warmzinn oder so. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das ist wie bei meinem Skyline. Als wir die A-Säule eingesetzt haben, da haben wir das auch gemacht, quasi wo das eingesetzt worden ist. Es kann auch sein, wirklich, dass das Original so ist, weil hier haben wir die Löcher, wo es aufgebaut wird, beziehungsweise wo es dann eingeschweißt wird. Wir schneiden das Ganze mal raus und schauen, was uns da erwartet, weil ich sag mal so, wenn das Blech schon außen gammelt, dann ist es innen drin schon ziemlich durch. Und das, was ich hier schon aus Versehen rausgerissen habe an ein paar Stellen, das sagt nichts Gutes. Oh fuck, Digga, es kommt halt. Oh scheiße. Das sagt halt nichts Gutes aus, ey. Wir schneiden mal raus und gucken uns an, was uns hier erwartet. Ging ja recht fix und schon einfach, muss ich sagen. Der Innenradlauf ist wieder rekonstruiert. Wir haben einmal hier ein Blech eingesetzt, hier ein Blech und hier ein Blech. Und wir mussten auch noch hier, hatten wir einen Schnitt drin, den mussten wir auch verschweißen. Also man sieht gar nichts, also natürlich, man sieht es schon, aber ich sag mal so, wichtig ist, dass wenn ihr sowas schweißt, dass ihr keine Löcher lässt oder so, sondern dass einfach alles zugeschweißt ist. Denn egal, wo ein kleines Loch übrig bleibt, da kommt dann Wasser und dann fängt das alles wieder an zu gammeln. Ich habe hier zweimal geschweißt, also geschweißt, geschliffen, geschweißt, geschliffen, ist jetzt alles bündig. Und jetzt kommt der nächste Schritt und zwar ist es jetzt alles
verschleifen, den ganzen Hohlraumwachs rausmachen. Und danach sprühen wir das Ganze mit diesen Car Systems Epoxidprimer rein. Das ist 1K. Das Coole an dem ist, man kann durch den durchschweißen. Wir werden damit dann alles hier einsprühen, von innen auch so wie außen und auch das Blech. Denn wir schweißen da durch und das Zeug wird dann flüssig und läuft dann in die ganzen Ritzen, Rillen, wo auch immer rein. Und natürlich dann zum Schluss, wenn die Seite dann lackiert ist, machen wir da noch Hohlraumwachsversiegelung rein. Aber das ist so das, womit ich jetzt die meiste Erfahrung machen konnte. Auch Thomas hat das benutzt, als wir den Skyline geschweißt haben. Deswegen, ich vertraue mal drauf. Bestimmt gibt es auch andere Produkte. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber ich denke mal, so für hobbymäßig reicht das aus. In diesem Sinne, wir legen los und bereiten jetzt hier den Radlauf darauf vor, dass wir ihn einschweißen können. Das ging aber jetzt schnell, also zumindest für euch. Für mich war das jetzt fast 3 Stunden Arbeit, denn ich habe immer 3 bis maximal 5 Hefter gesetzt, das Ganze abgekühlt und dann wieder 5 Punkte gesetzt und dann wieder abgekühlt und so ging das jetzt die ganze Zeit. Aber das Ergebnis kann sich soweit sehen lassen. Das Ganze ist jetzt nun komplett verschweißt, bis auf den unteren Teil hier. Gas ist leer und es ist jetzt schon nach 18 Uhr, das heißt, wir kriegen jetzt kein Gas mehr, das heißt, wir müssen bis morgen warten. Was doch eigentlich ziemlich gut ist, denn wir haben ja auch den Radlauf teils eingeklebt. Das heißt, er ist komplett hier überall eingeklebt, hier sind auch Löcher reingebohrt. Wir müssen einmal, hier müssen wir einmal punkten, hier, hier. Ja, und da soll dann einfach am besten der Karosseriekleber austrocknen bis morgen. Er ist ja mit den Zangen hier festgemacht. Und dann können wir das morgen alles dann fertig verschweißen. Schön Zinn drauf und ja, auf Spachteln habe ich jetzt nicht so viel Bock, aber was muss, das muss. In diesem Sinne, ich mache jetzt die Feierabend an der Stelle und wir sehen uns dann gleich wieder, also morgen. Oh je, mittlerweile ist es ja schon dunkel draußen und ich bin soweit fertig mit dem Radlauf. Ein Hoch auf diese Hammer hier. Also, ich habe so bündig geschweißt und es haben sich Wellen gebildet und wir haben zur Not hier dieses Karosseriehammer-Set, keine Ahnung wie man es nennt, geholt und das hat uns mega den Arsch gerettet. Denn wir haben weitestgehend keine Wellen im Blech. Wir haben eine einzige Welle und die ist genau hier. Hier habe ich sehr viel geschliffen. Die kriege ich nicht mehr raus. Hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen spachteln müssen. Das ist auch wirklich die einzige Stelle. Ansonsten ist das Ganze super geworden und ich bin mega stolz drauf, das allererste Mal einen Radlauf hier selber eingeschweißt zu haben. Und natürlich der Kampf gegen den Rost hat es auch nicht so einfach gemacht. Und jetzt geht's schon an die, sag ich mal, schönste Arbeit. Denn ich sage euch ehrlich, das mache ich nur noch einmal auf der anderen Seite. Und dann mache ich nie wieder sowas. Also es ist echt belastend, vor allem der Kampf mit dem Rost. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu verzinnen. Ich sag mal zinnen in Anführungszeichen, denn wir nutzen Zinnersatz, also beziehungsweise Schwemmzinnersatz. Und ich zeige euch das Ganze mal. Hopp-tada-ta. Da ist es, meine Freunde. Schwemmzinnersatz. Ja, ich weiß, ist nicht das Beste und ihr kennt bestimmt bessere Firmen und euer Onkel hatte mal einen Bekannten, deren Schwester seinen Vater irgendwie anders das verzinnt tut. Juckt bloß niemanden hier. Ich mache einfach das, was hier im Budget ist und dazu nehmen wir einfach das Zeug hier. Und ich habe schon alles sauber gemacht, abgepustet. Silikonentferner ist jetzt drauf gewesen. Wir lassen es noch kurz ablüften und dann fangen wir an. Wir müssen diese Mischdüse hier drauf schrauben, dann das Ganze hier durchpumpen, ungefähr 20 bis 25 cm einmal was rauslassen, dass die Mischdüse richtig mischt und dann können wir das alles hier über unsere Schweißnähte machen, denn das ist das Wichtigste, dass unsere Schweißnähte verzinnt sind und den Rest machen wir dann mit EP-Primer und Glasfaserspachtel. In diesem Sinne, wir legen los und bringen das Ganze wieder hier in Ordnung, damit es auch aussieht, als wäre niemals hier was passiert. So, wir haben den nächsten Tag und ich dachte mir, bevor es an den Radlauf weitergeht von Ronnys Karre, gehen wir mal auf den Schrottplatz und springen einen Haufen Zeug weg und ja, Digga, ich kann halt nicht anders polnisch schwimmen gehen. Ja, ich habe die Felgen hier gefunden, aber es gibt die Vierter nicht dazu, plus die sind hier leider eingeschnitten. Das sind Japan-Felgen, echt schade drum, aber ich glaube, ich habe
passende Felgen für Ronny gefunden. Haben wir auch direkt eingeladen. Und zwar diese Schmuckstücke hier. Mal gucken, was der Kilopreis ist. Ist BMW Lochkreis und für E36. Vielleicht werden sie den Ronny gefallen. Ansonsten nehme ich sie zum Driften. Ich glaube, ich muss öfters hierher kommen. Einfach mal Felgencontainern gehen. Bruder, ich könnte ja den ganzen Tag auf dem Schrottplatz verbringen. Alter Bruder, das ist meine Welt. In diesem Sinne, wir sehen uns jetzt gleich in der Halle und dann geht's am Radlauf weiter. So, das sind sie ja nun geworden und ja, ein bisschen Ähnlichkeit. Also, nach 10 Bier haben sie Ähnlichkeit mit meinen. Und, bist du glücklich? Ja. Alter, für 100 Latten, ey. Ich zeige euch mal kurz, wie das an der Hinterachse fittet. Also, für 100 Euro Felgen, die man nochmal aufbereiten muss, vom Schrottplatz, Digga, schaut es euch an. Ui, also das geht ja mal richtig fit. Und wie ihr sehen könnt, ist die Seitenwand schon gespachtelt. Unten haben wir Glasfaserspachtel, oben ist schon Feinspachtel, ist jetzt drüber schon genebelt, dass ich dann gleich wohl schleifen muss. Deswegen, die Felge kommt ab. Ronny macht dann die Felgen schön. Und hoffentlich können wir pünktlich zur Saison starten mit der geilen Kiste. Ich habe richtig Bock. So Freunde, wir haben den nächsten Tag und ja, es ist jetzt schon ein bisschen was passiert. Ich sag mal so, der rechte Radlauf ist fertig, den linken habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Es war doch schon eine ziemliche Scheißarbeit, das alles mit Spachtel wieder so hinzukriegen, als wenn nie was gewesen wäre. Eigentlich wollte ich heute anfangen, den linken Radlauf zu machen, aber Tormasch hat mich kontaktiert. Er hat heute jetzt Zeit, den Unfallschaden vorne zu machen. Das heißt, eine ultimative Wendung. Wir holen jetzt einen Abschlepper, laden den E36 auf und fahren zu Tormasch und richten den Unfallschaden. Ronny weiß noch nicht von allem Bescheid. Ich bin auf Ronnys Gesichtsausdruck gespannt, wenn die Radläufe wieder ganz sind und der Unfallschaden repariert ist. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich vor Ort. Viel Spaß und bis gleich. So, wir sind an einem altbekannten Ort. Wir sind bei Tormasch und der E36 steht schon drauf. Er hat gesagt, beide Längsträger sind verzogen in die Richtung und jetzt kommt das Rad runter und dann wird das Ganze gerichtet. In diesem Sinne viel Spaß mit den Aufnahmen und ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier schnell gerichtet. Okay, wir sind fertig und ja, es hat jetzt gute 3 Stunden gedauert und ja, es ist völlig krass. Wie ist für dich das Ganze jetzt mal zu sehen, so als Deutscher? Also es ist in Deutschland würdest du sagen, ey, Auto kaputt, muss weg. Und in Polen ist einfach so, hier, zack, Zauber, Magie, fertig, Auto wieder da. Geil. Also ich bin mega geflasht und will sagen, wir zeigen euch jetzt mal die Karre, wie sie fertig ist. Und danach müssen wir die Karre aufladen und wieder in die Halle bringen. Wir sind nun endlich zurück in der Halle und der Wagen ist repariert. Mein Gott, das Ergebnis kann sich richtig krass sehen lassen. Und natürlich müssen wir noch ein paar Sachen machen, denn das ist ja jetzt nicht final fertig. Wir müssen ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel hier innen drin die Naht ziehen. Und vor allem, wir müssen das hier innen drin sandstrahlen. Ronny hatte mal hier schon probiert, mal was mit dem Brenner. Was hier die Mission war, weiß ich nicht. Es ist jetzt wieder gerade gerichtet. Wir müssen das sandstrahlen. Hier auf jeden Fall das Ganze einmal einsprühen und eine neue Dichtnaht ziehen, damit das uns hier nicht gammelt. Genauso auf der anderen Seite. Und wenn wir schon dabei sind, hier hat schon mal jemand, ja, nicht so professionell das Ganze hier eingesetzt. Da werden wir das Ganze mal machen.
Das dann aber soweit im nächsten Video. Ich mache jetzt hier Feierabend an der Stelle. Der Wagen ist jetzt erstmal wieder soweit ausgebaut, denn wir wollen natürlich den Motorraum einmal fertig machen und auslackieren. Und auch natürlich noch den Radlauf fertig machen. Das alles dann im nächsten Video. Lass mir gerne auf jeden Fall einen Daumen da für die krasse Aktion jetzt hier, dass wir nochmal spontan innerhalb von 3 Stunden das Ganze hier gerichtet haben und der Wagen wieder so aussieht, als könnte er wieder fahren. Und gerne eure Meinung, was ihr davon hält, zu solchen Reparaturen, denn Deutschland ist schon ziemlich hart, was solche Sachen angeht, mit wirtschaftlicher Totalschaden, und ihr habt gesehen, wie schnell das Ganze geht. Deswegen vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, und wir sehen uns nächsten Sonntag um 10 Uhr, wenn es hier weitergeht. In diesem Sinne, macht's gut und ciao.